Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es um das Thema der Unterschied zwischen alleine sein, sich alleine fühlen und Zeit mit sich selber zu verbringen. Und zwar, ich möchte einmal kurz was vorspielen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das hört. Hört man natürlich nicht. Auf jeden Fall habe ich ja auch schon in meinem Jahresrückblick erzählt, dass ich 2017, letztes Jahr, ja in Berlin war und da einen Workshop besucht habe von Dorit Schanshoff, meine ich, heißt sie. Ziemlich coole Frau. Und sie hat mit ihren Kindern 1,5 Jahre und ihrem Mann eine Weltreise gemacht. Es war ziemlich, ziemlich cool und inspirierend, ihr zuzuhören. Sie hat einen Workshop gemacht über Demons in your head, also negative Gedanken, die dich blockieren, das zu tun, was du gerne machen möchtest. Und dabei ist, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht noch einblenden kann. Auf jeden Fall musste am Ende jeder eine Karte ziehen. Und auf dieser Karte, mein Handy, das ist so fucked up, ne? Das hat mir eine Freundin geschenkt, weil ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich glaube, ich versuche es einzublenden. Naja, auf jeden Fall habe ich mich gefragt, was das bedeutet. Auf dem Bild ist nämlich ein Mädchen. Und das lacht und das sitzt auf einer Schaukel. Und da drunter sind israelische Zeichen und also Buchstaben. Und weil ich das halt nicht lesen konnte und Dorit ursprünglich aus Israel kam, habe ich sie dann gefragt, was das bedeutet. Und auf jeden Fall auf dieser Karte steht Alleinsein. Und ich habe das halt aufgenommen und ich versuche das mal so gut es geht zu übersetzen, weil irgendwie hört man das nicht, weil es zu leise ist. What's the difference between being alone and being with myself? Welche Gedanken habe ich, wenn ich alleine bin? Wie kann ich es How can you enjoy being alone? Wie kann ich es genießen, mich dabei erfreuen, alleine zu sein? Welche Gedanken habe ich, wenn ich alleine bin? Und welcher Unterschied ist es, alleine Zeit mit mir zu verbringen? Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, ja, keine Ahnung, was so nach dem Motto, was labert die da? Ich habe das noch nicht wirklich verstanden. Ich dachte immer, dass ich gut mit mir alleine klarkomme. Und mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich das gar nicht so, also dass ich gar nicht so gut mit mir klarkomme. Und zwar, Alleinsein ist für mich eigentlich total schrecklich. Beziehungsweise, wenn ich alleine bin, sobald ich alleine bin, alleine ohne jemanden um mich herum, kommen bei mir negative Gedanken. Und ich habe wirklich dann auch das Gefühl, alleine zu sein. Zum Beispiel so, gestern kam bei mir wieder so Gedanken hoch nach dem Motto, du hast keine Freunde, was soll das hier überhaupt, wofür bist du überhaupt hier, was bringt dir das Ganze, wofür machst du das alles, was hat das für eine Bedeutung für dich und ich fühle mich da manchmal, ich weiß selber, dass ich dann so wie ein Opfer rede, beziehungsweise selber wie so ein Opfer bin, aber ich weiß nicht wieso. Aber diese Gedanken, die sind dann irgendwie nun mal da und ja, sie sind ziemlich störend und mir ist nie aufgefallen, dass ich, sobald ich alleine bin, solche Gedanken habe, negativ über mich denke, denke, dass ich nicht gut genug bin, denke, dass ich
dass ja, ich keiner mich mag, dass ich nicht liebenswert bin. Solche Gedanken kommen dann hoch. Und meistens halt traurige Gedanken. Und manchmal gerne versuche ich mich abzulenken, indem ich dann am Computer sitze und irgendwas mache, Videos schaue, im Internet google, irgendetwas. Ich glaube, weil ich diesem Alleinesein aus dem Weg gehen will, diesen dunklen. Und ich wollte euch einfach mal fragen, kennt ihr das? Weil ich habe auch mal mit einer Freundin darüber gesprochen. Und sie kennt genau das Gleiche, dass meistens, wenn man allein ist, weg von der Schule, weg von der Arbeit, wenn man wirklich da mal alleine ist und sich zuhört und diese Gedanken, dann sind die Gedanken meistens immer negativ und man versucht irgendetwas zu finden, was einem nicht gefällt. Oder genau, wenn man alleine ist und im Bett liegt, fallen dann einem die meisten Dinge ein, die nicht so gut laufen im Leben. Und krasse negative Selbstgespräche habe ich. Und was ich in den letzten Monaten gelernt habe, ist, dass es einen Unterschied zwischen alleine sein und Zeit mit dir selber verbringen. Weil wenn du mit dir selber Zeit verbringst, das sind dann so Dinge wie duschen, schminken, sich was Gutes tun, meditieren, lesen. Und das habe ich nie so wirklich differenziert. Aber wirklich sich Zeit zu nehmen, Zeit für sich selber zu nehmen, Zeit für sich selber zu nehmen, zu genießen, sich selber, mit sich selber sozusagen verabreden, sich wirklich die Zeit nehmen, um mit sich selber Zeit zu verbringen. Und das überbrückt eigentlich dieses Alleinesein. Und das ist mir vorher nie aufgefallen. Und Dorit, ich fand so, als sie mir das gesagt hat, dachte ich mir so, ey, was labert die da? Und keine Ahnung, die ist ja voll dumm, ich kann ja voll gut alleine Zeit verbringen. Aber mir ist aufgefallen, dass ich lache gern, ich lache mega, mega viel. Aber wenn ich alleine bin, lache ich sehr wenig, weil ich da noch Probleme habe, mit mir klarzukommen. Nicht immer auf mir rumzuhacken, nicht immer Dinge zu finden, die nicht laufen, die mir nicht an mir selber gefallen. Ja, das irgendwie fällt mir das sehr, sehr schwierig. Und ja, ich wollte einfach mal diesen Unterschied darstellen und auch von Dorit. Ich bin total dankbar, dass ich da noch mal, dass mir das nochmal eingefallen ist. Ja, alleine Zeit mit mir zu verbringen bedeutet Zeit für mich selber zu nehmen, Zeit für Dinge, die mir gut tun. Zeit in mich investieren und nicht dieses Alleine sein. Ja, was mache ich jetzt? Ich glaube, es wird einem auch schnell langweilig. Man hat oft so das Gefühl, nichts zu sein, nichts zu können, keine Ahnung, so hobbylos. Und dann kommen halt all diese negativen Gedanken. Und ich glaube, es geht darum, halt, wenn man diese negativen Gedanken hat, denen aus dem Weg zu gehen. Und dann, wenn man diese negativen Gedanken hat, vor allem auch, beziehungsweise aus dem Weg gehen, indem man sich Zeit für sich selber nimmt, indem man keine Chance hat, negativ zu denken, weil man Dinge tut, die einem gerade gut tun. Und da bin ich gerade dabei, das zu entziffern, weil wenn ich nur rumliege und nichts mache und in meinem Selbstmitleid versinke, dann komme ich absolut nicht weiter und darauf habe ich gar keinen Bock mehr. Und deshalb begreife ich erstmal, was es für mich bedeutet, alleine zu sein. Und für mich bedeutet alleine sein, jetzt Zeit mit mir selber zu verbringen und mich nicht in negative Gedankensmuster zu bringen. Ja, ich wollte da irgendwie nur einmal darüber reden, weil ja, mir das voll wichtig ist und ich glaube, es gibt viele, die Probleme haben, mit sich selbst alleine zu sein und ja, auch vielleicht so einen Unterschied feststellen, wenn sie mit Leuten unterwegs sind, als einem da mega, mega gut geht. Aber wenn man alleine ist, dann voll, keine Ahnung, durch den Wind ist und gar nicht mehr klarkommt und dann noch versuchen, damit klarzukommen, dieses Alleinsein zu übergehen, sozusagen zu umgehen, indem man lernt, sich wirklich Zeit für sich selber zu nehmen und nicht
darin zu versinken, das ist voll der Unterschied und mega, mega anstrengend. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat oder vielleicht ein paar Leuten, die sich alleine fühlen oder so, ja, irgendwie geholfen hat oder die auch so einen Unterschied festgestellt haben. Und ja, auf jeden Fall, was dagegen hilft, ist, sich wirklich Zeit für schöne Dinge zu nehmen, diese Zeit mit sich selber zu genießen. Ja, das ist etwas, was ich lernen muss, weil ich das vollkommen die ganzen Jahre irgendwie nicht kapiert habe. Vielleicht, weil ich auch oft alleine zu Hause war und das so als negativ aufgenommen habe. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja, danke euch für alles, dass ihr da seid, für eure Unterstützung. Ja, lasst einen Kommentar da, wer sich vielleicht auch so fühlt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!